Bei uns ist Angela Titzrath, die Vorstandsvorsitzende der HALA, Hamburger Hafen- und Logistik AG. Es ist eine AG und an einer AG beteiligen sich ja andere Partner und Anteilseigner, die auch aus der Branche kommen. Das wird jetzt MSC sein, die Reederei, die einsteigen wird. Fühlen Sie sich ausreichend informiert darüber, was da passiert, oder ist das so ein bisschen über Ihren Kopf hinweg geschehen? Nein, also erst einmal ein frohes neues Jahr Ihnen auch. Und es ist ja bekannt seit September, dass ein Übernahmeangebot vorliegt. Wir sind jetzt mitten im Prozess, sind natürlich auch aktiv involviert und begleiten das wirklich sehr aktiv und positiv. Wir freuen uns, in 2024 ist das Jahr, wenn dann dementsprechend auch dieses Übernahmeangebot realisiert wird. Und mit MSC, weltgrößter Reeder und damit Marktführer, ein Gesellschafter neben der Freien Hansestadt Hamburg, der viele Chancen und viele Möglichkeiten offerieren wird. Ich finde, das ist eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht für die HALA und auch für den Hamburger Hafen. Glauben Sie, dass sich für die Mitarbeiter irgendetwas verändern wird? Denn da war ja schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Murren, aber es war schon ein bisschen Unverständnis da, dass Sie natürlich nicht informiert waren. Lag das daran, dass da einfach die börsenrechtlichen Dinge greifen, dass man nicht vorher informieren kann? Also man muss erst einmal sagen, dass natürlich ein solcher Prozess Regeln der Börse, des Aktienrechts folgt und dementsprechend eine Kommunikation an die Öffentlichkeit und damit an die Mitarbeiter erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich war. Das war einfach Schuld des Prozesses. Glaube ich, jetzt können wir erstens aufklären, das haben wir auch getan. Wir haben viele intensive Gespräche geführt und noch viel wichtiger, neben dem Übernahmeangebot haben wir es eben auch bekommen und verhandelt. Weitere Zusagen, die eben wichtig sind und auch die Anforderungen der Mitarbeiter erfüllt und auch entsprechend schützen. Wir haben im vergangenen Jahr gesprochen über den Einstieg von Costco bei einem Terminal, auch keine Mehrheitsentscheidung, kein Mehrheitseigner. Wird sich jetzt der Hamburger Hafen so verändern, dass er in Anführungsstrichen noch internationaler wird? Wird es mehr Geschäft geben oder wird die Konkurrenz dazu führen, dass sich alle so ein bisschen, ich sag mal, beäugen werden, die jetzt da einsteigen? Also Wettbewerb ist immer gut. Die HALA stellt sich diesem Wettbewerb. Wir sind sehr resilient. Wir befinden uns jetzt gerade ja in einem wirtschaftlich konjunkturell schwierigen Umfeld hier in Deutschland und Europa. Aber wir investieren in unsere Anlagen hier in Deutschland und auch in Europa. Und wir sind dementsprechend wettbewerbsfähig. Nachhaltigkeit geht voran, Digitalisierung. Deswegen stellen wir uns dem Wettbewerb und natürlich freuen wir uns, mit auf Costco im letzten Jahr ja die Minderheitsbeteiligung mit 24,9% am CTT abgeschlossen, auch einen weiteren großen internationalen Kunden zu haben, der den Heimathafen Hamburg als seinen nennt. Ich finde, das sind doch gute Aussichten für 24. Ich weiß noch, letztes Jahr haben Sie mich gefragt, ob ich Chinesisch spreche. Ich darf Ihnen sagen, ich spreche auch Italienisch. Und wir sind ein europäischer Logistikkonzern mit mehr als 26 Ländernationen in der Mitarbeiterschaft. Wir freuen uns alle auf die gute Zusammenarbeit in 24. Wenn Sie sagen, letzte Frage zweigeteilt, wenn Sie sagen, Sie wollen investieren, wie hoch wird so das Investitionsvolumen in diesem Jahr sein, also im Jahr 2024? Und gibt es etwas, was Sie noch optimistisch stimmt für die HALA, für den Hafen und auch für Sie persönlich? Also erst einmal, es sind dreistellige Millionenbeträge, die wir investieren, auch in diesem Jahr wieder in den Standort und in die Weiterentwicklung. Und wir haben natürlich insbesondere das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Da machen wir große Fortschritte. Wir werden unsere Ziele übererfüllen, auch in diesem Jahr. Das stimmt mich sehr zuversichtlich. Und mich stimmt auch sehr zuversichtlich, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Die Strategie wurde seitens der Stadt und auch des neuen Shareholders, der MSC, bestätigt. Und ich finde, das sind gute Nachrichten für die HALA, für den Hamburger Hafen und auch für uns hier alle. Noch, sagen Sie noch was zu sich persönlich. Was haben Sie sich persönlich vorgenommen für 2024, dass Ihnen auch entgegen aller Krisen und entgegen dem Spaltungsgerede, was ja häufig aus der Politik kommt oder vielleicht sozialpolitisch da ist, was Sie da an Mut entgegensetzen? Also erst einmal hat die HALA gezeigt, in den letzten 6 Jahren sind wir kontinuierlich gewachsen im Umsatz und Ergebnis. Das, obwohl wir doch signifikante Krisen bewältigt haben. Das heißt, wir können Resilienz und das stimmt uns alle wirklich zuversichtlich.
Und der Zusammenhalt von uns allen ist in der HALA sehr, sehr groß. Ich bin deswegen sehr zuversichtlich, weil das uns auch nach vorne entwickeln wird und ein gemeinsames Ziel, nämlich die Strategie zu realisieren und ein nachhaltiges europäisches Logistikkonzern zu werden in Europa, das ist etwas, was gemeinsam getragen wird. Und da habe ich Zuversicht und auch Mut und auch Energie, dass uns das in 2024 weiter gelingen wird. Es ist viel Arbeit, wir packen es an.